Wer heuer im Sommer abtauchen möchte, kann sich schon jetzt darauf vorbereiten. Denn der Tauchsport ist auch eine Möglichkeit, mit genügend Abstand eine weitere Freizeitaktivität zu nützen. Was man alles beachten muss, um unter Wasser zu gehen, haben zwei Tauchlehrer verraten, die sich schon jetzt in das kühle Nass der neuen Donau wagten. Beim Tauchen ist es so, wir picken ja nicht aufeinander. Wir haben immer ein bisschen einen Abstand, wir sind in der freien Natur, wir wollen das ja genießen. Nicht? Ja. Und wenn man jetzt da so eine Atemmaske verwendet oder auch so einen Gesichtsschutz, was ich sehr empfehlen kann, nicht? Dann kann ich ja ohne weiteres kurzfristig rangehen. Und dann gehe ich ja eh wiederum weg. Also das ist überhaupt kein Problem, da diese Distanz einmal kurzfristig zu unterschreiten, wenn man die Sicherheitsmaßnahmen, und diese sollte man bedenken, auch richtig einhält. Auch beim Anlegen der Tauchausrüstung sollte die Hygiene im Vordergrund stehen. Wir haben Hygienerichtlinien umgesetzt. Ja, wir desinfizieren natürlich, halten die Abstandregelungen ein. Ja, Bodychecks sind alles machbar. Ja, also absolut machbar, auch mit Covid. Bei den Taucherbrillen kann ich nur empfehlen, jeder seine eigene Brille. Da gibt es kein Wenn und Aber. Also beim Schnorcheln, seien wir sich ganz ehrlich, sowas kostet ein paar Euro. Ja. Oder eine Taucherbrille, sie muss passen. Das ist eine ganz wichtige Situation, die ist ja aufs Gesicht bestimmt passend und nicht einfach, ich nehme ein Modell. Natürlich ist da besser, das trage ich am Gesicht, da sollte ich die eigene nehmen und schon gar nicht wegen die paar Euro, sowas kostet heute 30 Euro aufwärts, eine Leihmaske nehmen, das würde ich jedem empfehlen natürlich. Falls man sich doch Equipment ausborgen muss, gibt es Tipps, wie man die Leihgeräte optimal verwenden kann. Wir halten es so mit den Leihreglern, dass die nach jedem Verleihprozess komplett gereinigt, desinfiziert werden und es sind zurzeit keine eigenen Mundstücke mehr drauf. Das heißt, der Kunde bringt sein eigenes Mundstück, er montiert sich drauf das Mundstück, damit er ihn schön halten kann und nach dem Leihprozess, nach der Leihdauer, nimmt er sich das Mundstück runter und behält sich und für den nächsten Einsatz mitnehmen kann wiederum. Ein Sport, den man auch mit der ganzen Familie ausüben kann. Wir machen Kindertauchen, wir machen Tauchgeburtstage unter Wasser, ja, also ganz ein breit gefächertes Repertoire, was wir abdecken. Fernreisen sind zum Untertauchen nicht unbedingt notwendig. Wir haben sehr viele Seen in Österreich. Wir sind ein Land der Seen, ob das in Oberösterreich ist, in Kärnten, wo auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Da glaube ich, da kann ein jedes Herz ein bisschen was entdecken und was finden dabei.